Herzlich willkommen zu den ersten CIATV-News aus diesem Jahr 2021. Es geht weiter. Schweiz. In Zürich wird es künftig legales Cannabis geben. Ein neuer Artikel im Betäubungsmittelgesetz erlaubt es nun, der Uni Zürich zusammen mit der Stadt eine Cannabis-Studie zu starten. Die Arbeiten zur Vorbereitung würden voraussichtlich bis Ende 2021 dauern, wurde seitens der Stadt mitgeteilt. Züricher Cannabiskonsumenten sollten jetzt aber nicht zu euphorisch werden. Für die Studie wird nur eine begrenzte Anzahl an Teilnehmern zugelassen, die für eine wissenschaftliche Aussagekraft erforderlich ist. Auch der Bundesrat hat die Experimente nur mit Einschränkungen bewilligt. Experten gehen von maximal 5000 Personen aus, die an dieser Studie teilnehmen dürfen. Auf Wunsch des Bundesamtes soll in der Züricher Studie der Verkauf nicht nur in Apotheken, sondern auch in Social Clubs, also auch privat organisierten Vereinen, untersucht werden. Italien. Engpass an medizinischem Cannabis in Südtirol. Zwei Südtiroler Abgeordnete weisen in einer Landtagsanfrage darauf hin, dass Schmerzpatienten in Südtirol nicht ausreichend mit medizinischem Cannabis versorgt werden können. Immer wieder würde es zu Lieferengpässen kommen. Außerdem soll es im ganzen Vinschgau keine Apotheke geben, in der medizinisches Cannabis erhältlich ist. Schmerzpatienten müssten daher meist einen langen Weg auf sich nehmen, um ihre Medikamente zu bekommen. In der Antwort auf die Landtagsanfrage heißt es lapidar: Es ist Aufgabe des Gesundheitsministeriums, die Herstellung und die Einfuhr von Cannabis so zu planen, dass der Bedarf auf dem Staatsgebiet entsprechend der Mitteilung der einzelnen Regionen gedeckt ist. Demnach sei Rom schuld, wenn es im gesamten Vinschgau keine Apotheke gibt, die medizinisches Cannabis verteilt. Und dies, obwohl es in den Regionen und Provinzen obliegt, dem römischen Ministerium den jährlichen Bedarf mitzuteilen. In Deutschland gibt es auch Neuigkeiten. Und zwar wurde der Befangenheitsantrag gegen Richter Müller abgelehnt. Hätte der Antrag der Staatsanwaltschaft Erfolg gehabt, hätte Richter Andreas Müller nicht mehr über Cannabisfälle urteilt sprechen dürfen. Dies ist zwar nicht passiert, jedoch könnte die Staatsanwaltschaft Rechtsmittel einlegen. Dann würde der Fall in die nächste Runde gehen. In dem konkreten Verfahren am Amtsgericht Bernau ging es um unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln, genauer um 28,4 Gramm Cannabis. Andreas Müller hatte beantragt, das Verfahren auszusetzen, bis geklärt ist, ob das Verbot von Cannabis überhaupt der Verfassung entspricht. Kanada. Bären bewachen Cannabisplantage. Drogenfahnder im kanadischen Vancouver staunten nicht schlecht, als sie bei der Suche nach einer Hanfplantage auf ungewöhnliche Wachhunde stießen. Die Plantage mit 2300 Pflanzen im Werte von über 1 Million kanadischer Dollar wurde von einer Horde Schwarzbären, Waschbären und Schweinen bewacht. Die Plantagenbesitzer hatten die Tiere mit Hundefutter angelockt und als Wachtposten eingesetzt. Die wilden Tiere waren allerdings nicht in einem Zustand, der angsteinflößend war, denn offenbar reagierten besonders die sonst unberechenbaren Schwarzbären außerordentlich friedlich. Die Tiere waren sehr zahm, saßen nur herum und beobachteten uns. Dann kletterte ein Schwarzbär auf unserem Polizeiwagen, saß eine Weile auf dem Dach und sprang wieder herunter, sagte der zuständige Beamte. Dann gibt es noch eine Neuigkeit aus den USA, der erste Joint im Kapitol. Als Protestanten das Kapitol in Washington D.C. stürmten, kam es nicht nur, wie in den meisten Medien berichtet, zu vielen teils verstörenden Aktionen. An diesem Tag wurde auch der erste Joint im Kapitol geraucht. Die Sorte war übrigens Big Berry. What strain is that? What strain of weed is that? Yes, Big Berry. UFC. Cannabis verstößt nicht mehr gegen Anti-Doping-Regeln. Jahrelang war es ein ständiges Übel, die Partnerschaft zwischen der UFC und der amerikanischen Dopingbehörde USADA positive Dopingtests auf Cannabis. Immer wieder wurden Kämpfer gesperrt und ihre Kämpfe nachträglich entwertet. Damit ist es nun vorbei. Cannabis in der Drogenprobe ist rückwirkend zum 1. Januar kein Verstoß mehr.
Das gaben die Liga und die Behörde am Donnerstag gemeinsam bekannt. So kommt es zu signifikanten Veränderungen im Umgang mit Cannabis und seinen natürlichen vorkommenden Cannabinoiden. Zwar wird weiterhin auf THC getestet, allerdings gilt ein positives Testergebnis erst als Dopingverstoß, wenn dem Athleten eine absichtliche, leistungssteigernde Absicht nachgewiesen werden kann. Wenn zusätzliche Beweise existieren, wird die Behörde mit Sanktionen einschreiten. Ja, und zum Schluss blenden wir noch ein Buch ein, was ich euch gerne ans Herz legen möchte. Das wurde von Milan Hartmann verfasst, einem Hanfproduzenten. Und ja, es ist schön geschrieben. Schaut's vielleicht mal rein. Ja? Bis dahin und bis zu den nächsten News.